Das ERP-System SAP S/4HANA Cloud. Navigieren in Systemfunktionen und Daten. Die effiziente Bedienung eines ERP-Systems ist aufgrund der Funktions- und Datenvielfalt eines solchen Systems keine Selbstverständlichkeit. Gerade SAP-Systemen wird eine hohe Komplexität nachgesagt, doch SAP hat mit Einführung der aktuellen ERP-Systemgeneration im Bereich Usability einige Neuerungen zur Verbesserung der Navigation und Bedienung realisiert. In diesem Video sehen Sie nun, wie SAP S/4HANA Cloud die User beim Navigieren in den Systemfunktionen und den Daten unterstützt. Präsentator ist Marc Elfert vom SAP-Partner Nagarro Allgäuer ES. Das Video zeigt einen Ausschnitt des Cyber-ERP-Contest 2020. Der ERP-Contest findet regelmäßig statt und ist eine Entwicklung der MQ Result Consulting AG. Sehen Sie jetzt den Ausschnitt, in dem das Navigieren in SAP S/4HANA Cloud anschaulich erklärt wird. Ich melde mich jetzt gleich am S/4HANA Cloud-System Kaltstart neu an. Warum Kaltstart? Ich zeige es gleich. Ein wichtiger Aspekt bei SAP war bisher immer, es ist ein monolithisch abgeschlossenes System und kann nicht mit anderen Systemen zusammenarbeiten. Das ist in der Cloud, vor allem in der Multitenant-Umgebung, natürlich komplett anders. Also Sie sehen, ich melde mich jetzt gleich mal am System an. Und ich melde mich nicht bei der SAP an, sondern ich habe jetzt mir mal einfach mal Microsoft ausgesucht und ich melde mich dann eben mit meinem Microsoft-Konto an, wenn ich das möchte. Also all das lässt sich ja im Prinzip hier im System wunderbar einstellen, mit welchem System ich mich anmelden möchte, ob ich mich mit Twitter, Facebook, Microsoft oder mit SAP anmelden kann, im Prinzip völlig egal. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Hybrid Cloud, Multicloud, Single Cloud Umgebungen. An der Stelle, S/4HANA Cloud ist ein Standardsystem, das aber auch Internetstandards dann unterstützt. Was wir hier sehen, ist das Launchpad. Das heißt, es ging recht schnell jetzt auf. Sind alles Live-Demos, deswegen kann es auch mal kurz zu einer Verzögerung kommen. Das ist das Launchpad, das jeder Benutzer sieht. Auch dieses Launchpad ist rollenbasiert. Das heißt, ich sehe nur die entsprechenden Applikationen, die Daten, die ich auch zu sehen befugt bin. Mit interessanterweise, wir haben eine In-Memory-Datenbank mit einigen KPIs hier bereits auf der Startseite. Auch das ist immer ein wichtiger Punkt, den wir bei diversen Kundenprojekten immer haben. So die Frage, kann ich mir irgendwelche Informationen per E-Mail zukommen lassen, wenn ich irgendwas machen muss? Klar, kann ich machen. Interessant ist also vielmals, so ein Launchpad sich selber dann zusammenzustellen mit den Applikationen, die man eben hat. Das kann man recht einfach machen. Und ich sehe auf den ersten Blick, wenn ich mich anmelde, wo ich was machen muss. Hier zum Beispiel habe ich ein paar Kundenprojekte, die ich planen muss. Oder eben hier habe ich auch eine Inbox, eine Workflow-Inbox, wo ich was genehmigen muss. All das sehe ich dann auf den ersten Blick und zwar nicht nur hier am Desktop, sondern natürlich auch auf dem Smartphone mobil unterwegs. Und gerade irgendwelche Dinge genehmigen, ist natürlich mobil recht interessant, wenn man das remote macht. Wir arbeiten hier generell mit Kacheln. Die Kacheln repräsentieren einzelne Applikationen. Wie gesagt, man kann sie jederzeit auch eigene Kacheln anlegen, wenn man das möchte. Ich habe das hier auch mal gemacht. Mache ich normalerweise immer eigene Gruppen anlegen. Die Applikationen, die ich dann entsprechend eben verwende, liste ich da eben auf, mache das ganze Leben einfacher und man sieht auf einen Blick auch einen ganzen Prozess oder eben die entsprechenden KPIs, die für mich interessant sind. Generell von der Navigation her, Look and Feel, kann ich natürlich einstellen. Das heißt, geht nicht nur hier jetzt in Dunkel, sondern eben auch in Ton heller, wenn es sein möchte. Ich kann auch das Layout ändern, gemäß meinen Anforderungen, gemäß meinen Wünschen, mit eigenem Logo und so weiter. Es ist einfach ein responsive System. Generell habe ich natürlich auch eine Historie. Was habe ich denn als letztes verwendet und wann? Was habe ich denn häufig verwendet und kann so dann direkt in die Applikation abspringen. Das wichtigste Feature überhaupt, und das nutzen wir tagtäglich, ist auch wichtig, also Herr Dr. Martin hat es erwähnt, dass wir S/4HANA Cloud auch selber einsetzen bei uns. Vor 4 Jahren waren wir so ziemlich der erste Kunde der SAP, die das eingeführt hat. Damals mit dem übersichtlichen Scope, der hat sich deutlich erweitert. Aber was wir auch tagtäglich nutzen, ist einfach die Suchfunktion. Das ist eigentlich ein Feature, das jeder nutzt. In Google kennt es jeder und man hat es in ERP und generell in ERP-Systemen immer vermisst. Das heißt, mit dieser Suche kann ich, wenn ich möchte, die ganze Datenbank durchsuchen. Ich gehe jetzt mal kurz auf Buchhaltungsbelege. Such mal kurz nach meinem Namen. Hier habe ich die Datenschutzkriterien relativ locker gehandhabt und bekomme dann hier auch automatisch angezeigt alle Belege, die ich bisher in diesem System gebucht habe. Das geht dank In-Memory relativ schnell. Sie haben es gerade gesehen, also ist nichts aufgezeichnet, sondern ist live. Und kann dann hier eben, wenn ich alle Belege habe, runter navigieren. Das heißt für einzelne Buchungskreise, das sind die Mandanten, die einzelnen Einheiten im Unternehmen. Selektieren wir das mal, dann gehen wir runter auf, ich hätte ganz gern eine Faktura-Übernahme
und kannst du nur runter navigieren, von mir aus auch noch auf den Debitor, dann auf den Betrag und so weiter, bis ich auf dem Beleg bin, den ich hinterher auch gesucht habe. Wenn ich dann so einen Beleg anzeige, einfach so ein bisschen Navigationsgefühl, so sieht ein Buchhaltungsbeleg aus, habe ich hier erstmal eine auf das Wesentliche konzentrierte Ansicht aller Einzelpositionen und eben so nette Features für mich als Nichtbuchhalter immer recht interessant zu sehen. Wie sieht denn so ein Buchhaltungsbeleg klassisch im T-Konto aus? Vor allem natürlich dann interessant, wenn ich mehrere Belege dann entsprechend anzeigen möchte. Solche kleinen Tools unterstützen mich eben dann, auch wenn ich ein bisschen fachfremd bin, bei der Arbeit im System, sodass man sich das Ganze wesentlich besser vorstellen kann. Die Suche an sich ist natürlich jetzt nicht nur für Belege an sich interessant, sondern auch für sich, man es gerade eben Fertigungsauftrag anzeigen. Tipp nur ein bisschen was ein und kann dann sofort in die Applikation reinspringen, Fertigungsaufträge bearbeiten als Beispiel. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht mehr irgendwelche Programme melden, irgendwie rumnavigieren, sondern ich nutze einfach die Suche und verwende das dann eben. Dashboards gibt es auch dann rollenbasiert. Wir haben hier ein Beschaffungsübersichtscockpit. Das heißt, das ist jetzt ein Dashboard für einen Zentraleinkäufer, der alle Positionen, die im Unternehmen gerade relevant sind, überwachen möchte. Natürlich lässt sich das dann auch einschränken auf einzelne Organisationseinheiten. Zum Beispiel jetzt die Box and Safe Limited in UK. Wenn ich das eben selektiere, bekomme ich die ganzen Informationen von UK dann entsprechend aktualisiert und angezeigt. Was ich in so einem Dashboard machen kann, ich gehe mal kurz wieder raus, was ich in so einem Dashboard machen kann, ich kann zum Beispiel die Einkaufskontrakte überwachen. Ja, welche Kontrakte laufen denn aus, beziehungsweise zeitmäßig aus, welche laufen wertmäßig, voraussichtlich aus. Da kommt das Thema Predictive Analytics auch mit rein. Das heißt, eine Prognose, wann läuft denn so ein Mengenkontrakt voraussichtlich mit dem Verbrauch der letzten Wochen aus. Was sind so Bestellanforderungspositionen? Da legen wir dann im dritten Teil meine Bestellanforderung an und schauen uns das an. Ich kann auch Anfragen durchführen, das heißt Anfragen an diversen Lieferanten, ob sie ein Produkt verfügbar haben und wenn ja, was der Preis ist und das im System dann entsprechend überwachen. Ich sehe hier im Dashboard, was jetzt so offen ist, wo noch was fehlt. Ich kann auch die Lieferanten dann entsprechend überwachen mit einem Scoring, was Termintreue angeht, was Ergebnisse aus QM-Prüfungen angeht, sehe ich hier alles schön in einem schmalen Diagramm. Und ich habe hier auch eine Übersicht, was denn außerhalb des Einkaufs beschafft wurde, nur eine Eingangsrechnung gebucht, wo es sich lohnt, hier mit unabhängigen Ausgaben, wo es sich vielleicht lohnt, einen Kontrakt zu verhandeln. Auch das sehe ich hier auf einen Blick. Und ich kann auch Aktivitäten anträgern, das heißt, ich kann Kollegen bitten, irgendwas zu machen. Wenn ich jetzt gerade eine Frage habe und ein Kollege bräuchte, der mir irgendwas erklärt, kann ich natürlich jederzeit hier kurz eine E-Mail senden und was in Prosa reinschreiben. Ist ein bisschen old-fashioned, viel interessanter ist der Copilot, ein Collaboration-Tool, das auch mit inkludiert ist. Das heißt, ich kann hier jederzeit einen Chat neu starten, eine Screen-Aufzeichnung Screen-Copy durchführen. Nehmen wir mal das da. Und kann diese Screen-Copy dann meinem Kollegen senden als Chat, dem Support senden, der IT-Abteilung senden, wem auch immer. Und dazu noch eine Frage stellen. Zum Beispiel einfach mal Hilfe. Lade einen Kollegen ein und mein Kollege bekommt dann eben eine Notifikation, das ist gerade Philipp Müller, bekommt dann eben eine Information, dass ich eben Hilfe benötige, wenn er auf das Bild draufklickt, springt er direkt in die Applikation rein mit den Selektionskriterien, die ich gerade eben ausgewählt habe. Macht das Leben unheimlich einfach. Auch ein nettes Feature, das man gern verwenden kann, wenn man es dann möchte, ist Spracherkennung. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt eben im Auto machen möchte, kann ich mit einem Copilot das Ganze auch per Sprache machen. Aktuell jetzt noch begrenzt nur in Englisch, aber das ist was, was sich mit den Updates dann auch immer weiterentwickelt. So eine Notifikation sehe ich dann eben hier. Bekomme es dann hier auch noch angezeigt, auf den Kacheln zum einen oder eben hier in meiner Notification Bar. Die Notification Bar enthält Informationen für mich von allen Applikationen und ich kann dann da in die Applikation direkt reinspringen. Gerade für neue Kollegen ist natürlich immer ein bisschen schwer, sich in den einzelnen Cockpits zurechtzufinden. Da gibt es eben das integrierte Hilfesystem. Das heißt, wenn immer ich irgendwo in der Applikation bin, kann ich mir das Hilfesystem öffnen und ich komme nachher noch drauf. Die Prozesse im S/4HANA Cloud System sind sehr stark standardisiert. Das heißt, es gibt zu jeder Applikation dann auch Schulungsvideos, Trainingsvideos von der SAP, die man automatisch mitbekommt oder wo man auch eigene Applikationen dann oder Aufzeichnungen erstellen kann. Sie sahen einen Auszug des Cyber ERP Contest 2020, der von der MQ Result Consulting AG organisiert und moderiert wurde.
Auf der Website der MQ Result finden Sie weitere Informationen zum Cyber-ERP-Contest. Dort erhalten Sie auch das Video des gesamten Contests. Wir bedanken uns bei Marc Elfert vom SAP-Partner Nagarro Allgäuer ES für die Live-Präsentation im SAP S/4HANA Cloud-System und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.